Hallo und herzlich willkommen bei FM Liebe. Ich bin Merlin und ja, trainiere im Fußballmanager 2005 in Borussia Mönchengladbach, allerdings unter dem Pseudonym Peter Zwegert. Wir sind amtierender Meister. Wir haben einen optimalen Fehlstart hingelegt, wie ihr anhand dieser Tabelle sehen werdet. Ein Punkt aus zwei Spielen. Gut, gegen Dortmund kann man verlieren, gegen Hertha holt man aber eigentlich drei Punkte. Das ist eigentlich so mein Selbstverständnis. Wir haben einiges zu tun. Wir müssen es hinbekommen, dass die Mannschaft sich wieder dreht, dass es wieder besser funktioniert. Vielleicht kann man das mit einem Sieg im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Chemnitz schon mal drehen. Ich meine, deren bester Spieler ist gerade mal so stark wie unser schlechtester Spieler. Okay, Daniel Alves im Moment, ja, heftig schlecht. Opitz und Excuse me? Das ist jetzt nicht deren Ernst. Was ist das denn? Das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht deren Ernst. Was ist das denn? Jetzt muss ich doch auf meine ganzen guten Spieler verzichten, oder was? Naja, egal. Deren Torwart ist besser als unserer. Gegen irgendwelche Länderspielkacke. Also ehrlich, anders kann man es nicht sagen. Evan Nilsson ist da. Der übernimmt gleich mal auf der rechten Abwehrposition. Vielen Dank. Daniel Alves, ja, im Moment nicht gut in Form. Das ist ja die Höhe. Irgendwelche Länderspielkacke ist er nicht dabei, oder was? Steht auch nichts zu. Also es werden irgendwelche dämlichen Länderspiele sein. Also bitte. Das ist doch der Witz der Nation, vor allem die erste DFB-Pokalrunde. Das ist eh komisch gemacht. Der erste Spieltag war sehr, sehr früh im Kalender. Und dann kommt das noch dazu. Nicht so geil. Gar nicht geil. Na gut, dann hauen wir die jetzt einfach weg. Piper schlecht gespielt. Schweinsteiger rutscht rein wieder auf die Position. 0 zu 0. Ach Leute. Wieso drücke ich eigentlich da drauf, wenn die 3 da ist? An der Ehre packen. Klar, wichtige Spieler fehlen. Ist so. Aber auch damit muss man dann umgehen können. Das ist es einfach. Ich will jetzt keine Sperre riskieren da noch für irgendwen, Ulich ersetzt Van Bommel. Und wir gewinnen in der Verlängerung. Das ist der Wahnsinn. Mit dem leeren Torwart. Berühmt geschossen. Rivaldo mit dem Doppelpack. Der hat alle drei Tore für uns geschossen heute. Ohne den wären wir nicht weitergekommen. Das notieren wir mal. Und jetzt kommt Werder Bremen. Siebter sind die. Wenn wir die schlagen, überholen wir. Also sollten wir sie schlagen. Igor Tudor wechselt derweil in Rom. Ein gefährliches Unterfangen tatsächlich. Da ist unser Transfer. Da ist Gerard Piqué. Der zu Middlesbrough wechselt. Okay, kann man tun. Genau, der Transfer von Pessoa zu Stuttgart ist auch abgeschlossen. Pasan Muskelfaserriss. Wechselt, wechselt. Genau. Sponsor bezahlt Geld. Wow. Gut. Dann gehen wir noch einen Keeper kaufen. Ach stimmt, der Rensing ist ja gegangen.
Da habe ich echt nicht aufgepasst. Da war ich echt nicht auf der Höhe. Da können wir jetzt einfach irgendeinen nehmen eigentlich. Irgendeinen, der bald seine Karriere beendet, möglicherweise. Hier. Gehen wir mal hier erstmal auf die alten. Irgendein Name. Möchte ich jetzt auch nicht unbedingt Geld für ausgeben, ehrlich gesagt. Nehme jetzt einfach hier den Dimo Wache. Klausel, ja, müssen wir mal schauen. Beteiligung am Trikotverkauf können wir gerne machen. Vereinsposten am Ende der Karriere. Wahnsinn. Gibt es noch Geld? Ja, das wird sich auf jeden Fall lohnen für ihn. Prämie für alle Spiele, die wird er nie kriegen. Von daher können wir ihm da schon mal 100.000 einbuttern. Wenn wir 500.000 eingeben? Nee. Dann muss ich hier die Spielerrolle ändern. Der will Stammspieler werden. Er kann aber auch sparen jetzt beim Gehalt noch. Ups. 8 Millionen Gehalt scheint mir ein wenig viel. Passt 800.000. Die Prämie wird er nie rein, wird er eh nie einsacken. Das passt schon. Ja. Ja, De Jong Kehre weckt Begehrlichkeiten. Dimo Wache ist einsatzbereit. Bringt auch immerhin eine 9,7er Stärke mit. Passt schon, ist okay. Laumann kann ich dann ja wieder getrost in die Reserve verschieben. Jetzt, wo alle wieder da sind. Barros muss nur halt noch gehen, ne? Bitte geh einfach. Da kann ich eigentlich mal die Transfersumme anpassen. Das erste, was ich hier jetzt mache, ist den hier. Gehe ich auf die Hauptmannschaft, genau, auf die erste Mannschaft. Daniel Alves ist gesperrt. Eva Nilsson also genau zum richtigen Zeitpunkt da. Fast sogar noch ein zu spät. Barros, da möchte ich einmal anpassen. Rein damit. Ja. Habe ich mir mehr erhofft von dem Pretschko. Wenn wir den verkauft kriegen, kann er gehen. Kann er machen. 5,5 Millionen. Ist nicht die Welt. Wir haben noch Ulich dabei. Ja. Come on, Boys. Die letzte Anpassung vor dem Spiel gegen Bremen. Ja. Da funktioniert jetzt einiges heute. Ebenezer bekommt gleich mal das Lob. Das passt. Den Kluivert kann ich auswechseln. Gegen Dimitar Berbatov. Da möchte ich auch endlich, dass der trifft. Schweini kommt auch noch. Ansonsten habe ich keinerlei Beanstandungen.
4 zu 0, ein Befreiungsschlag von Bommel Robin Ziegler und Berbatov. Also von Bommel wird sowas wie unser Goalgetter. Wir sind auf Platz 8 vorgerückt. Da fühlen wir uns schon ein bisschen wohler mit. In Bielefeld 1 zu 1 gegen Schalke. Und der VfL Wolfsburg hat gegen Wacker Burghausen sich die Tabellenführung geholt. Der VfB Stuttgart holt ein 1 zu 1 gegen den FC Bayern. Die Dortmunder auch nur das 1 zu 1 gegen Hertha. Also unsere letzten beiden Gegner trennen sich unentschieden. Okay. Kann man machen. Es ist Hertha besser als wir. Hat alles nichts zu sagen. Nach 3 Spieltagen, Platz 8. Ja, nee. Also als Meister sage ich nee, aber ich bin beruhigt. Und das ist mal wieder die Bestätigung, dass Werder Bremen uns einfach liegt. Damals im Pokal, im UEFA Cup haben wir sie auch schon mal geschlagen. Wir sind schon gut rumgekommen mit denen und meistens mit dem besseren Ende für uns. Was sagt die Transferliste so? Beresutski wechselt von Moskau nach St. Petersburg unter anderem. 10% weniger Besucher bei uns beim nächsten Heimspiel. Entschuldigung, kleiner Gähner zwischendurch. Oh, da war die nächste Verletzung. Schön. Eva Nilsson verletzt. Sehr schön. Dann ist Daniel Alves ja auch wieder da. Wie lange ist Eva Nilsson verletzt? Muskelfaserriss. Ja, halber Monat, ne? Ja, ist dann so. Genau. Dann geht's weiter mit dem Klick auf Weiter. De Jong Kehre. Das nächste Angebot für den anderen, für diesen Sousa wäre das schöner, wenn ich da was bekäme. De Jong Kehre bin ich echt nicht abgeneigt mittlerweile. Ich meine, der hat nicht das Riesentalent. Der war einfach in dem Moment da, wo wir ihn brauchten. Abbrechen. Das ist zu wenig, was wir da kriegen könnten. Da muss ich mal schauen. Bretschko. Achso. Ja. Also Stuttgart und Bremen würden Bretschko gerne aufnehmen. Ein netter Reim. Was können wir denn da fordern? Ja, genau. Da ist die Forderung ja klar gewesen. De Jong Kehre braucht halt die, muss ich halt die Forderung deutlich anpassen. Das ist ja nichts, ne? Laie mit Kaufoption. Nochmal 8 Millionen mal draus. Der VfB legt gut los. 4,4 Millionen. Da kann man schon mal gut entgegenkommen. Machen wir 5,2. Bremen nicht ganz so stark. Machen wir auch 5,2. Da können wir es glatt machen. So, nachjustieren bei den ganzen Sachen hier. Für den internationalen Wettbewerb. Patrick Wörns. Ja, das ist alles die Jugend, die ehemalige Jugend. Die zweite Mannschaft halt. Ja, das sieht doch schon gut aus. Dann passen wir mal an auf 5 Millionen. Entweder schlagen sie ein oder sie machen es nicht. Haben wir schon fast das bekommen, was wir wollten. Ja, Samstag, es ist Spieltag. Emanuele Blasi wechselt von Juve zu Lazio. Miso Bretschko wechselt für 5 Millionen zum SV Werder Bremen. Dadurch wird Platz in unserer Mannschaft frei, den wir eigentlich jetzt gar nicht mehr so riesig brauchen. Wir haben wieder Verletzungsprobleme. Also müssen wir doch noch tätig werden. Und zwar im Mittelfeld und auf der Rechtsverteidigerposition würde ich gerne nochmal nachlegen. Da können wir jemanden nehmen, der ein wenig ruhig ein wenig schwächer ist. DM. Haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. ZOM ist eigentlich auch gut besetzt. Das lassen wir so.
Da müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendein Talent finden für die rechte Seite. Muss jetzt echt nicht der Hammer, Transferhammer der Welt sein. Wird auch reichen. Also bis 23 maximal vom Alter her. 19-jährigen Peters und verkäuflich Damien Peters. Ausputzer spielt er sonst noch. Einstellung flexibel. Ja, so flexibel ist er gar nicht. Der spielt auch nur Libero. Professionell mediengewandt. Das gefällt mir aber von der Stärke hier schon mal. Korhonen. Pasi Korhonen. Anpassungsfähig. Die zahlen wir gerne. Das nehmen wir. Nach zweite Periode erst. Gut. Nicht auf den Kalender geschaut. Aber egal, dann haben wir wenigstens einen. Passt dann. Nimmt er. Pasi Korhonen. Bin gespannt. Ich werde dich langsam aufbauen. Ja doch, schon. Bro. Der hat 7 Jahre Vertragsdauer. Okay. 2 Jahre Vertrag möchte ich ihm bei uns anbieten. Okay. Passt doch. Rein damit. Spieltag. Korhonen kommt. Das hat sich doch wunderbar schnell erledigt. Barros darf gerne gehen. Podolski. Es wurmt mich richtig, dass wir von denen kein Angebot bekommen haben. Aber diese Forderung einstellen. Und wenn es 10 Millionen sind. Wenn er, der sollte uns im Winter auf jeden Fall verlassen, sonst ja. Blöd. Klar, wir haben ihn auch ablösefrei bekommen, aber trotzdem sollte wäre es schön, wenn wir für ihn noch ein bisschen Geld kriegen würden. Ja, dann lasse ich eigentlich alles, wie es ist. Ivan Nilsson ist der Einzige, der jetzt noch fehlt. Genau. Die schaue ich nochmal durch. Genau, Pritschko wechselt dann im zweiten Transferfenster erst. Bleibt alles, wie es ist. Auf geht's gegen den HSV. 17. gegen 8. Sieht gut aus. 2 zu 0. Der Norden scheint uns zu liegen in dieser Folge. Bin zufrieden. Weiter so. Man kann ja auch mal Lob spenden, man muss ja nicht immer komplett eskalieren in der Kabine. Dann bringe ich Schweinsteiger und dazu Berbatov. 3-1. Zwar noch das Tor gezogen, aber Rivaldo ist für mich jetzt schon der Spieler der Saison. Das ist schon das zweite Mal, dass der 3 Tore schießt in einem Spiel. Zuletzt gegen Chemnitz. Damit schicken wir den HSV auf Platz 18. Ledesma ist vom Platz geflogen noch. Gilberto hat einen Freistoß verschossen. Für den HSV ging nichts in dieser Partie. Und wir sind schon wieder auf Platz 5. Das ist gut. Bielefeld führt die Tabelle an mit souveränen 10 Punkten aus 4 Spielen. Kann man so machen. Bayern hat aber die Mainzer abgeschossen mit 6 zu 1. Und da unten ein illustres Bild auf den Abstiegsplätzen. Bremen, Leverkusen, der HSV. Ja, lassen wir so stehen. Passt doch. Kiese Ribaldo mit 4 Toren auf Platz 3 der Torjägerliste.
Ansonsten sonstige Torjäger Heinz und Robin Ziegler. Berbatov hat auch schon getroffen. Unsere beiden anderen Stürmer lassen aber noch auf sich warten. Zwar beide schon mit einer Torbeteiligung, aber ins Netz haben sie noch nicht getroffen. Und natürlich hier Christian Wörns und unser ehemaliger Spieler Václav Zverkos in der Elf des Tages. Tja, Leute, was soll ich sagen? Champions League gegen Arsenal. Mir wurde bisher nicht klar gemacht oder verdeutlicht, in welcher Gruppe wir sind. Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski sind in meinem Spielstand verfeindet. Okay. Haben wir sie, unsere Champions League Gruppe. Sporting Lissabon, Panathinaikos und Arsenal. Knackig, aber machbar, finde ich. Da gibt es diese Gruppe, Madrid, PSG, Chelsea. Das ist eine leichte Gruppe, Portsmouth. Okay, Portsmouth scheint sich derzeit aber auch krass zu entwickeln. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Stuttgart hat eine einfachere Gruppe mit Rom und Glasgow und Selina oder wie auch immer. Bayern mit Turin, den Rangers und Lokomotive Moskau in einer Gruppe. Ja. Das ist die einfachste Gruppe von allen. Also da marschiert Real mit 18 Punkten durch. Da wette ich drauf mal. So, Ruhmeshalle steht nix. Gut. Muss man echt suchen, bis man die Champions League Tabellen hat. Ja, dann würde ich gleich mal sagen, starten wir so, wie es ist. Piper wechsle ich noch gegen Schweinsteiger aus. Berbatov lasse ich starten statt Podolski. Mal gucken, was passieren wird. Wie sich unsere Jungs anstellen gegen diesen Gegner, der gerade mal einen halben Stärkepunkt besser ist als wir. Zumindest derzeit. 2-1. Ja. Ist noch was zu holen. Von vorne geht nichts bisher. Wieso springt er denn immer sofort auf die Taktik? No words needed. Wirklich. Das ist ja echt zum Kotzen mit dem. Also, der kann so gut sein, wie er will, ne? Aber langsam reicht mir das auch mit dem. Der ist in jedem zweiten Spiel holt er sich eine rote. Und der Rest der Mannschaft darf es kompensieren. Ja. Blödes Arschloch, echt. Entschuldigung, aber. Kann man von Glück reden, dass Lewis ein Elverkiller geworden ist? Sonst hätte das anders ausgesehen. Wir sind Letzte. Ah, es ging den stärksten Gruppengegner. Also den wahrscheinlich stärksten Gruppengegner. Aber trotzdem darf. Nee. Nee. Und jetzt werde ich auch zusehen, dass ich da Evan Nilsson fit kriege. Und dann sehe ich zu, dass ich mir dann einen anderen hole, weil. Der fliegt ja in jedem Spiel vom Pla in jedem Spiel gefühlt vom Platz, wenn er noch spielt. Schweinsteiger verletzt. Ivic kommt mit und Carragher hat sich auch verletzt. Da kommt Pazan dann ohne Umschweife rein, beziehungsweise Mayo macht das dann. Ja. Das Problem ist, wenn alle fit sind, brauche ich nicht rotieren und dann werden die hier unten automatisch schlechter. Sofort. Sofort. Das geht super schnell. Dementsprechend, ich habe keinen Bock, dass sie mir da eh alle nur schwächer werden.
Ja, und dann fallen sie alle aus, dann habe ich aber ein Problem. Aber zum Glück habe ich noch flexible Spieler. So ein bisschen durchwursteln ist immer. Oder ich habe den Spielern bei den Verhandlungen zu viel versprochen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Kann alles nur besser werden. Wacker Burghausen, der nächste Gegner in der Bundesliga. Zu den Verhältnissen sage ich jetzt vorweg lieber mal nichts. 2-1. Durchaus knapp. Leute, da muss auf jeden Fall mehr kommen. So, was machen wir hier? Jetzt habe ich den Evan Nilsson nicht dabei. Warum das denn jetzt? Ja, dann bringe ich ja hier. Piper macht das ganz gut. Und dann bringe ich noch Heinz. Und ja, 4-1 kann man machen. Zweimal Berbatov, einmal Rivaldo. Und Van Bommel hat das 1-0 geschossen, wie so oft. Keiner von uns in der Top 11 des Tages. Kann uns aber ziemlich egal sein. Denn wir sind auf Platz 2 angekommen, da wo wir hin wollten. Eigentlich wollen wir auf Platz 1, aber darauf schielen wir im nächsten Spiel gegen Leverkusen. Das wird nicht einfach, aber die haben wir schon mal besiegt. Stuttgart, Leverkusen, Bremen, HSV, alle in der Krise. Alle in der Krise. Schweinsteiger ist wieder fit. Zweite Runde steht an im DFB-Pokal. Die schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich gehe jetzt nochmal auf fertig, direkt zum Spiel quasi. Derweil verabschiede ich mich von euch. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Apropos reinschauen, könnt ihr auch gerne mal bei Raffas und Gerds Karrieremodus-Blog. Da geht es um FIFA natürlich. Da findet ihr jegliche Informationen, ja, die für das Spiel wichtig sind. Talente, Tipps für interessante Challenges und Ligensysteme. Wie ihr eure eigene Super League bastelt, der beispielsweise, ja, oder wenn ihr auch Freunde des Let's Plays seid, wenn ihr den FM22 in Aktion sehen wollt, dann schaut gerne bei Teichchef rein. Der hat ein spannendes Projekt begonnen, und zwar mit 1860 München, die er, ja, wieder in die erste Bundesliga führen möchte, und ja, so wie ich den Kerl kenne, schafft er das auch. In dem Sinne, seid verabschiedet. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Gladbach. Ciao.